Also wir haben drei Sachen. Wir haben den Value-Rang, wir haben den Sicherheitsrang und wir haben den Wachstumsrang. Ja. Wert, Sicherheit und Wachstum. Ja. Und damit wir jetzt so ein bisschen herausfinden können, wer ist überall gut, haben wir nochmal konsolidiert und einen kombinierten Rang gemacht. Mhm. Dann geht er schauen, ja, wenn ich jetzt den Value, Wachstum und Sicherheitsrang anschaue und das wieder vergleiche mit anderen Peers, wer hat den besten Durchschnitt? Und der hat dann 100 Punkte im kombinierten Rang. Stell dir vor, dass das relativ komplexe Rechnungen dahinter sind, oder? Also irgendwie musst du das gewichten, oder ist einfach der Value-Rang, Wachstumsrang und der Sicherheitsrang, wo du einfach 1:1 kombinierst. Also, stell dir vor, das ist wahrscheinlich das, was du den ganzen Tag machst, oder? Ja, genau. Oder die Entwicklung die gemacht hat. Ja. Also es gibt Möglichkeiten, das zu gewichten. Man muss sich dann immer gut überlegen, warum. Und wir haben überprüft, wie wir das machen wollen. Das ist sicher einer von uns grossen Beitrag, dass wir im Prinzip uns überlegt haben, wie können wir die Kennzahlen zusammenfügen zu einem Gesamtrang am Schluss. Also Untergesamtrang, die drei Untergesamtrang, Wachstum, Value und Sicherheit. Und dann der ganze Gesamtrang kombiniert. Also das machen unsere Maschinen, und du hast recht, die rechnet dann Stunden, wenn nicht Tage an diesen Zahlen. Ja. Ja, weil es kommen doch von 10'000 Firmen kommen pro Firma vielleicht etwa 20 Datenpunkte rein. Das heisst, du hast 200'000 Datenpunkte, wo man muss zu 200'000 Datenpunkten im Vorjahr vergleichen. Und das untereinander, oder? Ja. Jede Firma hat ihre Peers, ihre Dutzende von Peers, wo man immer wieder gegen die vergleicht, und es braucht einfach wahnsinnig viel Rechnungskapazität. Das Resultat ist dann aber ein guter Indikator, wie gut sind die finanziellen Kennzahlen, die wir gemessen haben. Genau, die finanziellen. Das ist noch wichtig. Ja, klar. Wir messen eigentlich nur die finanzielle Seite, oder? Das ist nicht die Qualität der Firma insgesamt eigentlich abbilden, sondern eben die finanzielle Qualität. Ja, das ist noch wichtig. Also wir können nur die finanziellen Sachen abbilden.